Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur XCOM Long War. Wir wollen mal weitermachen. Okay, haben wir einen Success. Sehr schön. Okay. Noch ein Success. Nehmt hin. Ups. Läuft, läuft, läuft. Du bist, glaube ich, auch schon Level 2. Ich brauche gleich. Okay. Achso, warte mal gucken. Jo, du bist. Genau, du hast Psy-Inspiration, Psy-Panic haben wir. Ah ja, stimmt, das haben wir freigeschaltet. Das haben wir noch nicht. Okay, aber wir wollen auf jeden Fall Psy-Panic haben beim nächsten Level. Also wollen wir dich mal auf ein paar Missionen schicken. Weil Psy-Panic ist wirklich hilfreich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Jetzt ist alles locked. Ich glaube, das könnte das Sectoid Commander freischalten. Dazu müssen wir allerdings einen befragen. Das ist die Sache nicht ganz so einfach macht. Da haben wir irgendwelche Promotions. Nope. Okay. Wir können auch noch einen Tag warten. Dann sparen wir uns ein bisschen Geld. Okay. We are extremely impressed with the progress of the XCOM project thus far, Commander. Your recent results were beyond our expectations. And that is not a statement this council makes lightly. Okay. Lief ganz gut. We will be in touch, Commander. Okay. Und wenn wir jetzt scannen, kostet es nur noch 50. Weil es der erste Scan des Monats ist. Und dann würde ich sagen, scannen wir doch mal. Positive identification confirmed. Exalt cell location verified. Oh, 2. Okay, dann würde ich sagen, Russia braucht ein bisschen Reduction in Panic. Dann machen wir da mal die Operation. Nee, du nicht. Dafür haben wir doch unsere Fachfrau. This is Central. I'm receiving you. Wo bist du denn? Hier. What do you mean you think you saw a snake? What the hell does that have to do with anything? Haben wir wie lange noch bis zu den guten Wummen? 3 Tage, okay, können wir uns nicht. Also gut, müssen wir. Das ist die letzte Mission mit einer Laserpistole. Muss ich das.
Kannst du dir das nicht merken, Spiel? Du. Die Waffen hast du dir aber gemerkt, ne? Die Ausrüstung, ja? Okay. Gut, dann... XCOM operative deployed against Exalt position in Russia. Gut. Sehr schön. Haha. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Okay. Weapon. Na gut, ihr habt ja im Moment noch zu tun. Wie ist hier die Lage? I appreciate your efforts to support the research team, Commander. 2 Tage. I've already put the new recruits to work in the lab. Wie viel haben wir? 87, okay. Contact detected. Okay. We're in pursuit. Approaching target now. Destroyed. Kann man nichts machen. Okay, Genlab ist fertig. Sehr schön. Das sieht gesund aus. Okay. Okay, der Fission Generator wird bald fertig. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Was Commander, the genetics lab is now prepped and fully stocked. Good. We can begin genetic modification of our soldiers on your order. Ah ja. Okay. This facility will be the nerve center of our genetic modification program. Mm-hmm. Our soldiers will receive entirely new capabilities, making them more effective on the battlefields than ever before. As we improve our understanding of alien genetics, the range of available modifications will expand. Okay. Nehmen wir mal irgendwen und gucken uns mal an, was wir haben. Also, wir haben... Das ist noch nicht... Autopsies, okay, was... Smart Mug... Ah, ich glaube, das ist... Newell... Nee. Ist es das? Das ist... Also wir müssen offensichtlich noch ein paar Leute autopsieren, das ist auch. Also wir haben Smart Megafetch. Medkits und Rest of Mist Heal 2 HP more when used on the soldier. Confers immunity to poison and acid, praktisch. Hyperreactive pupils. 10 aim on any shot after a miss. Das ist natürlich sehr praktisch für Leute, die mehr als einmal pro Runde schießen können. Also zum Beispiel, also alle mit Dingens. Rapid Fire oder, obwohl, ich weiß, ja, ich glaube, Rapid Fire gilt es auch. Obwohl das ja, das ist ja eine Aktion, aber es sind 2 Schüsse. Also ich glaube, das gilt dann für den 2. Schuss trotzdem. Der hat dann eine höhere Trefferchance. In jedem Fall gilt es für die Infantry und für die Gunner mit Double Tap. Das ist also sehr praktisch. Das hier ist praktisch für Sniper, wenn wir irgendwann mal dazu kommen, dass wir Flying Suits haben, dass wir dann Height Advantage confers additional Crit Chance and Aim Bonus. Das ist, glaube ich, das... Ja, das ist das Second Heart. Das ist quasi wie ein Extra-Leben. Also man stirbt nicht, wenn man stirbt. Einmal.
Also wird dann, glaube ich, nur critical wounded oder so. Und ich weiß nicht, ob er sonst noch irgendwas hat. Overloads the soldier's adrenal glands. When the kid is confirmed, the soldier emits pheromones that grant offensive benefits to all nearby squad mates. Ja, okay, das ist, ja. Okay, das hier ist eigentlich keine Frage, weil das eine gibt, all damage taken is reduced by one. Ende. Ich meine, warum sollte man was anderes nehmen? Das ist allerdings ganz nett. Projection electric field from his revealing, but not alerting nearby enemies. Das heißt, da können wir durch Wände gucken, wenn wir nah genug dran sind. Also gerade wenn wir einen Alien in UFO stürmen, ist das ganz praktisch, weil wir halt quasi durch die Wand die Aliens sehen können. In Anführungsstrichen sehen. Was ja zum Beispiel ein Battlescanner nicht leistet. Der kann ja nicht durch Wände gucken. Das ist also, das ist etwas, was ich ganz gern habe. Das ist natürlich, das ist der, ne? Damage Reduction plus 1. Aber das ist, also es ist halt auch ganz nett, weil sie weil es Immune to Strangulation macht. Das ist deswegen ganz nett für Sniper, dass die sich nicht von Seekern belästigen lassen müssen. Andererseits ist es aber auch ganz nett für Scouts, wegen dieses, ich kann durch Wände gucken. Andererseits haben Scouts auch Battlescanner, mit dem sie zwar nicht durch Wände gucken können, aber halt schon relativ gute Aufklärungsfähigkeiten haben. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ich muss mir das alles hier ganz gut überlegen, weil wie wir sehen, das kostet alles eine ganze Menge Geld. 20, 16, na, das geht noch. 12, 24, das ist richtig teuer. Das ist aber auch das Lustigste von allem hier. Muscle Fiber Density. Confers superhuman leg strength, enabling the soldier to reach high positions without the need for ladders. Dann springen wir einfach die Wände hoch. Das ist so, das ist, also das, was die Thin Men machen und die Quizzlets und so. Das sieht, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn man sich vorstellt, dass das Menschen sind, die das tun, aber es ist schon praktisch. Und das regeneriert Schaden, ja. Without, also auch wieder wie dieses eine Psi-Ding da. Das regenerative Psi-Ding halten nicht. Also wirklich nur Fleischwunden, also keine Armor-Schäden. Also das ist für. Das ist eigentlich für alle gut, aber vor allem für. Eigentlich ist es auch für Sniper gut, solange wir noch keine Flying Suits haben, aber es ist halt was für Assaults und Scouts vor allem. Aber wir haben Meld 305. Und das kostet. Wir können das auch wechseln. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir können das eine wieder. Also wir können. Wie das medizinisch funktioniert, weiß ich nicht, aber wir können, glaube ich, Gene Mods auch wieder entfernen und andere nehmen. Ich meine, das Meld ist dann halt weg und das Geld auch und wir müssen es dann neu ausgeben, aber der Soundeffekt ist furchtbar. Das geht. Aber da es halt doch einiges kostet, sollte man sich das am Anfang gut überlegen und es wirklich erstmal ein bisschen sparsamer einsetzen, weil, ne? Aber wir werden ja noch mehr Meld finden. Auf jeden Fall haben wir jetzt Gene Labs. Und dann mal überlegen, ob wir das schon. Has been enormously valuable in advancing our theories on genetic modification. So far, we've been limited to the augmentation of existing human organs. With the latest autopsy results, we now have the option of incorporating alien physiology into our genetic enhancement program. Er sagt das nicht so laut, das könnte jemand hören. Asking too much of our soldiers, they would be even more capable on the battlefield. It may be asking too much. Ja. Ich meine, wenn wir nur genug von diesen Alien Genetics in uns reinbauen, könnte man ja jetzt argumentieren, dass wir dann irgendwann, warum wollen wir denn die Aliens noch bekämpfen? Weil sind ja dann, ne? Aber gut. Es ist ja, wir werden dann wahrscheinlich, wenn das XCOM Project, also wenn der Krieg gewonnen ist, werden dann wahrscheinlich die Soldaten sowieso alle eingeschläfert. Also die werden dann wahrscheinlich eingefroren oder so für den nächsten stellaren Krieg. Ich glaube, so war die Canon-Idee für eine Mod in Terraform the Deep, wo man die Soldaten aus
XCOM, also aus dem ersten Spiel, aus UFO, übernehmen konnte, was er 40 Jahre vorher gespielt hat. Und da war irgendwie die Erklärung gestrichen, dass man die Soldaten nach dem Krieg eingefroren hat, für den Fall, dass es nochmal zu einem Krieg gegen Aliens kommt. Was ja durchaus eine clevere Idee grundsätzlich war, weil da hat man nämlich schon mit Soldaten angefangen, die wussten, wie man mit Waffen umgeht und so ein Kram. Was man halt ja üblicherweise bei XCOM nicht hat. Da kriegt man ja Leute, die, weiß ich nicht, gerade von der Uni kommen oder also auf jeden Fall nicht mit Waffen umgehen können oder mit sonst irgendwas, was sie können müssten für die Aufgabe, die man ihnen überträgt. Aber gut, das ist nur Gebrabbel. Ich werde mir jetzt mal überlegen, ob wir das jetzt schon machen oder und wenn ja, für wen. Eine Sekunde. Okay. Also, ich würde sagen, wir warten mal noch. Ich weiß nicht, wie viel die Advanced Gauss Weapons, die wir bauen wollen, noch für Mad-Kosten haben. Ich würde sagen, ein paar Tage warten wir mal noch. Bevor wir die Leute ins Gene Lab stecken. Die fallen dann ja auch aus für ein paar Tage. Das darf ich auch nicht vergessen. Also ich darf dann vor lauter Psi ausbilden und Gene Modding nicht vergessen, dass wir auch nur Soldaten brauchen, die kämpfen können. Okay, gleich nochmal. Natürlich unseren besten Gunner und unseren besten Rocketeer hier gerade drin. Es sollte hoffentlich nichts Böses passieren. Okay, jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Our further refinements of Ghost Weapon Technology have opened up an array of designs for specialist magnetic blah blah blah. Also, Ghost Long Rifle. Das ist ein Sniper Rifle mit einem Schuss. Also, ich meine, wir haben Ammo Conservation, also zwei Schuss. Aber das ist ein richtig gutes Sniper-Rifle, das wollen wir bauen. Das Recoilless-Rifle ist ein besserer Raketenwerfer, den wollen wir bauen. Die Alloy Cannon ist... Werden wir gleich mal gucken. Large-Carrier Anti-Material-Rifle... Anti-Material... is capable of inflicting massive damage to enemy aliens and machines. Das hat Heat-Ammo. Den Perk, das ist sehr praktisch. Quench Guns. By adding superconductors and increasing, we believe that we can double the armor piercing capabilities of our existing arsenal. Das ist sehr praktisch. Ich hatte ja übrigens gesagt, dass Gauss Weapons eine 66%ige Chance haben, einen Damage Reduction, eine Reduktion von einem Punkt Damage Reduction zu haben, wenn wir auf Alien schießen. Das ist nach diesem Update. Es sind eigentlich nur 33% die Chance. Glaube, so ist es. Aber das, weil das steht hier wieder nirgends. Das ist ja, was ich ein bisschen doof finde. Heavy Gauss Rifle, davon würde ich auch ganz gerne eins bauen. Alloy Strike Rifle, davon würde ich definitiv eins bauen. Alloy Cannon, davon wollen wir auch eins bauen. Das ist die Shotgun. Und das Ding wollen wir auch, okay. Alien Operations und Engineering. Geld haben wir ein bisschen. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Okay, also, was wollen wir bauen? Wir wollen bauen. Eine Shotgun. Haben wir genug Alloys? Oh, 36. Eieiei. Also erstmal noch kein Heavy Gauss. So wie es aussieht. Okay, also wir wollen auf jeden Fall eine Shotgun. Wir wollen auf jeden Fall ein Strike Rifle. Obwohl vorher wollen wir definitiv ein Long Rifle.
Und... Ja, Strike Rifle. Stopp. Was kostet denn das Recoilless Rifle? Wo ist das Ding denn? 50! Okay, erstmal noch kein Upgrade für unseren Raketenwerfer, so wie es aussieht. Okay, Meld hat das nichts gekostet. Stimmt, das sind erst die. Ich glaube, die Plasmawaffen kosten Meld. Okay, na gut, dann müssen wir jetzt tatsächlich mal überlegen, wen wir in das Psi-Ding stecken. Aber das überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Erstmal freuen wir uns, dass wir Autopistols haben. Gauss Autopistols. Und wir kriegen ein bisschen. Stimmt, wir kriegen ja Workshop-Dings zurück. Nee, wollen wir nicht. Wir waren. Okay. Contact detected. Du hast dich da aber einfach hin teleportiert, wa? Na gut. Enemy is padlocked. Closing on target. Pass auf, dass es uns nicht aufs Hauptquartier fällt. Okay, wir haben eine Mission, ne? Sehr schön. Dann würde ich sagen. Okay, ne, das ist ja wieder ein Spaß. Okay, na, dann stelle ich mal unser Team zusammen und da würde ich sagen, fangen wir die Mission noch an. Also, bis gleich. Okay, ich wollte noch ein bisschen die Zeit weiterlaufen lassen, weil unsere Ghost Rifles noch nicht ganz fertig waren. Da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Zum einen haben wir einen Council Request gekriegt für, ich glaube, 7 Sector Corpses für einen Scientist. Das habe ich angenommen. Jetzt haben wir hier aber dummerweise auch noch einen Abductor, den wir mal ignorieren wollen. Und ich würde das ganz gerne haben hier, bevor wir die Mission angehen. Und da haben wir ein bisschen Zeit, haben wir noch. Commander, we have multiple reports of the abductions in progress. The locations are marked on the hologlobe. Okay. Da haben wir nur 8 Stunden. Okay, das müssen wir ein bisschen früher machen. Aber wir haben jetzt 2... Ach du liebe Güte. Ach du Scheiße. Okay, ganz ruhig bleiben, Pux, ganz ruhig bleiben. Knall ihn mal ab. We have eyes on the bandit. Nearing strike range. Ach, du Leute. Okay. 4 Stunden. Es ist noch fertig geworden. Okay, gut. Heieiei, das war knapp. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt 3 Missionen auf einmal. Na, das wird ja richtig gut gehen. Nochmal stelle ich unser Team zusammen und dann fliegen wir los und machen erstmal die Abduction-Zeit. Ja, das ist wichtiger. Oder vielmehr, das müssen wir einfach von der Zeit her. Okay, bis gleich. Okay. Also, hier haben wir unser Team. Wir kümmern uns zunächst mal um die Beförderung. Einmal für Tinktur. Du bist Field Medic und du bekommst Opportunist. Dann Smoke. Du benutzt keine Smoke Grenades und Combat Trucks ist für Smoke Grenades. Also bleibt eigentlich nur das über. Sehr schön. Und dann haben wir noch unser Commanding Officer, DOA, du bekommst. Du bist Crit, ne? Ja, du bist Crit. Du bekommst Bring Him On.
Und okay. So. Dann schauen wir uns mal den Rest des Teams an. Wir haben als auch noch dabei Kingpin als Gunner mit einem Auto, also mit einem SAW, obwohl er eigentlich LMG-Gunner ist, aber da ist das unser Gauss LMG ist noch nicht fertig. Shinobi ist unser Snapshot-Sniper, Cyclops ist unser Scout, Nuke ist unser Nachwuchs-Engineer, Big Mama ist unser Rocketeer und Calamity ist unser Scout. Wir haben an neuer Ausrüstung lecker Ghost Weapons, die praktischerweise übrigens automatisch customized werden, je nachdem welche Farbe unsere Rüstung hat, also damit das auch gut zueinander passt. Also das Ghost Rifle hier ist zum Beispiel weiß, weil die Rüstung weiß ist, und dieses Ghost Rifle ist blau, weil die Rüstung blau ist. Es ist schon, also modisch ist das sehr wichtig, was wir hier machen. Also wir haben Ghost Rifle, Ghost Auto Rifle und ich glaube, das war's. Mehr haben wir noch nicht. Du hast eine Stuttergun, Ghost Stuttergun. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hier trage ich nur die Änderung ein und dann machen wir los. Okay, na gut, dann los. Visual on the mission, listen up. We're going to be dropping you deep in the Nigerian interior for the next operation. We've gotten several reports indicating that the aliens have stepped up the number of attempted abductions. We'll have to move quickly if we want to slow the spread of panic. Roger, Big Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. Yes, and it does, and moving out. Guck doch mal hier. Ich meine, groß ist die Karte nicht. Getting a better look. Deswegen sehen wir auch gleich zwei Pots auf einmal. Na, fantastisch. Was haben wir denn hier? Muton und Flöter, Flöter und Muton. Das sind aber nicht alle hier, oder? Zur Hölle ist das da? Ja. Okay. I'm on it, Commander. Okay, dann machen wir das mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Also du... Da sehen die dich wahrscheinlich. Solid copy. So, die Chefin nur mal aus Sicherheitsgründen. Okay. Commander. Roger.
I've got my eyes on. Мониторю сектор. Roger, I've got my eyes on. Achso, dich haben wir noch vergessen. Da ist noch Platz. Ne? Ja, da ist noch Platz. Na, fuck. Das sind die Falschen. Das sind genau die aktiviert worden, die wir nicht aktiviert haben wollen. Oh Gott. Okay. Okay. Das läuft ja komplett nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ja, ja, nun. Was? Wo? Wer denn? Warum? Ach, ihr, ja. Ja, da ist was Wahres dran. Okay. Okay. Also, das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Also, dann machen wir das mal. Kannst du da hinwerfen? Vorsichtig. Oh, fuck. Ja, egal. Na gut, da war das anders. Nee, euch. Mit euch reden wir nicht. Können wir irgendwie. Roger that. Nice. Warum denn nicht? Voices in your head. Schuss nimmst. Siehst wirklich nur den, nicht den dahinter? Das ist schlecht. Prozent. Okay, das ist nicht hilfreich jetzt für die Gesamtsituation. Okay, dann können wir suppressen. Können wir hier irgendwie eine... können wir. 100%. Ja, das muss doch noch stimmen. Und jetzt nicht mit der Maus frickelig werden, Pirks. Okay.
Okay. So, jetzt die Problemsituation. Der Schuss ist nicht gut genug. Könntest der... Können wir den da noch irgendwie ein bisschen ärgern? Du könntest ihn suppressen. Das solltest du in jedem Fall machen. Roger that. Oh, very nice. Very nice. So, du... On overwatch. Continue. Ah, fallen noch alle Sachen um hier. So, und ihr bleibt da jetzt aber bitte schön stehen, ja? Ihr macht keinen Scheiß hier. Meine Güte, ist das ein Stress. Okay. Okay, die Deckung dürfte sich in der nächsten Runde in Wohlgefallen auflösen. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir dahinter. Okay. That's affirmative. Wir sehen die nicht mehr, weil unser Battlescanner aus ist. Okay, aber... I'm on the move. Let's do this. Got it covered. Got it covered. Fuck it. Seid ihr aktiv? Nee, seid ihr nicht. Okay. Aber ihr seid jetzt aktiv. Okay. X-Ray's coming in from the side. Okay, kannst einen sehen? Nice. Ja, kein Damage Reduction gekriegt, das ist sehr gut. Nice. Okay. Okay, deine Cover-Situation könnten wir mal verbessern. Moving to Overwatch. 83%. Nee, nicht lange. Also vielleicht kurz, aber nicht für lange. Wow, das war ja mal komplett. Ja, das ist alles.
Nice. Okay. Hör vorsichtig, wo du da langläufst. Okay, sind sie doch. Ja, sind auch aktiv, okay. Okay, das können wir gleich machen. Sehen wir den Deppen da? Du siehst ihn. Du siehst ihn auch. Du kannst mal machen, dass wir ihn besser sehen. Dann haben wir da keine Deckung mehr gleich, aber gut. Ist nicht blockt, ne? Rockets away. Okay. Ja, fände ich auch blöd. Ja, okay. Wollte ich dem Ryan noch einen Kill geben, aber dann hast du ihn leider vorher umgebracht. Ich meine, wir wissen, wo er ist. Kommst du dahin? Ja. Nee, siehst nicht, okay. Na gut, dann machst du das. Everything by the numbers. Very nice. Excellent. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eine Mission haben wir. Du bist in jedem Fall promoted worden, das ist gut. Und du auch, das ist sehr gut. Okay. Bisschen Alloys, bisschen Meld. Okay, gut. Ja, da würde ich sagen, genau, machen wir am nächsten Mal weiter mit der nächsten Mission. Okay, also bis dahin. Tschüss.